schon davon gehört, dass sie in Österreich bei finanziellen Problemen das Recht auf eine Grundversorgung von ihrem Energieanbieter haben? Zu diesem Thema darf ich sehr herzlich den Juristen, Autor, Obmann des Verbraucherschutzvereins Dr. Peter Kolber begrüßen. Guten Tag, Herr Dr. Kolber. Guten Tag, danke für die Einladung. Bitte schön. Herr Dr. Kolber, Sie setzen sich für die Menschen juristisch dafür ein, dass diese ihre Verträge auf günstigere Grundversorgungsverträge bei ihrem Energieanbieter umstellen können. Zu Beginn, was ist eigentlich dieser Grundversorgungstarif? Es gibt sowohl für den Bezug von Strom wie auch für den Bezug von Gas in den jeweiligen Bundesgesetzen die Vorschrift, dass Lieferanten, die an dem bestimmten Ort, wo man wohnt, auch liefern, grundsätzlich liefern, dass man bei jedem Lieferanten Grundversorgung beantragen kann. Das Wichtige ist, es ist vielleicht gedacht gewesen für sozial schwache Menschen, das steht aber nicht im Gesetz. Und was sich die Gesetzesmacher denken, wird auch nicht Gesetz. Im Gesetz, sowohl bei Strom als auch bei Gas, steht, dass Verbrauchern, das sind fast alle Haushalte in Österreich, und Kleinunternehmern, das sind Unternehmen mit weniger als 50 Angestellten, mit einem Stromverbrauch von weniger als 100.000 Kilowattstunden und mit einer Jahresbilanzsumme von maximal 2 Millionen Euro. Also das ist schon der kleine Installateur mit seinen Geschäften und so weiter. Also Verbraucher und Kleinunternehmer können, ohne dass sie irgendeine soziale Schwäche nachweisen müssten, Grundversorgung beantragen. Diese Sache, wie Sie jetzt angeführt haben, ist rechtlich geregelt. Das heißt, dass jeder Einzelhaushalt, jede Familie, jeder Single-Haushalt bis hin zu Kleinstunternehmen eben diesen Grundversorgungstarif beantragen können. Und die Frage, die sich mir stellt, ist das, dieser Grundversorgungstarif, welche Vorteile, ich meine, Vorteile, das Günstige ist definitiv, aber von welcher Summe rechnen wir hier, was sich ein durchschnittlicher Verbraucher einsparen kann? Also zunächst nochmal zur rechtlichen Situation. Ich habe jetzt geschildert, was in den Bundesgesetzen, also im Elektrizitäts-, Wirtschafts- und Organisationsgesetz beziehungsweise im Gaswirtschaftsgesetz drinsteht. Wir haben beim Strom dadurch eine Komplikation der Situation, weil es dort Landesgesetze gibt. Da ist das Bundesgesetz die Grundsatzbestimmung und die Länder haben dann eigene Gesetze gemacht. Und da ist in den Gesetzen von Wien, von Niederösterreich, Burgenland, Salzburg, auch Kärnten, auch in Tirol vorgesehen, dass man dann keine Grundversorgung gewähren muss als Lieferant, wenn sich jemand bereit erklärt, den Kunden zu einem Vertragstarif zu beliefern. Das schränkt natürlich die Möglichkeit, Grundversorgung zu beantragen, deutlich ein. Wird auch jetzt angewendet als Argument, wenn man beantragt. Und wir gehen aber davon aus, dass diese landesgesetzlichen Bestimmungen verfassungswidrig sind. Warum? Man kann nicht eine Grundsatzbestimmung des Bundes in einer Ausführungsgesetzgebung derartig beschränken und einschränken. Daher ist es auch so, dass man beispielsweise, wenn man als Niederösterreicher beim Verbund zum Beispiel Grundversorgung bei Strom beantragt, derzeit die Antwort bekommt, dass der Verbund einen ja zu einem Vertragstarif beliefern würde und daher keine Grundversorgung in Anspruch genommen werden kann. Wenn aber jemand zum Beispiel aus Oberösterreich beim Verbund einen solchen Antrag stellt, dann kann der Verbund dieses Argument nicht ins Treffen führen, weil in Oberösterreich eine solche einschränkende Bestimmung nicht im Landesgesetz steht. Auch in der Steiermark ist es nicht im Landesgesetz.
Also, um es zusammenzufassen, wer aus Oberösterreich oder der Steiermark beispielsweise beim Verbund Grundversorgung beantragt, der wird sie für Strom, wird sie bekommen. Bei Gas gibt es diese ganzen Einschränkungen sowieso nicht. Da kann ich bei jedem Lieferanten, wie gesagt, der in meinem Gebiet liefert, einen Grundversorgungsantrag stellen. Und Sie fragen natürlich richtigerweise, was bringt das? Da muss man jetzt vorsichtig sein, weil es gibt nur vom Gesetzgeber eine Festlegung, der sagt, es darf der Grundversorgungstarif höchstens so hoch sein, wie die Mehrheit der Verbraucher bei diesem Versorger bezahlen. Jetzt ist es ja so, dass ein Versorger über die Jahre verschiedene Generationen von Vertragswerken hat, daher auch durchaus verschiedene Tarife für seine Bestandskunden. Und man muss ehrlicherweise sagen, als Kunde von außen kann man überhaupt nicht überprüfen, ob dieser Grundversorgungstarif so gesehen richtig ist, also unter dieser Obergrenze, oder ob er völlig absurd ist. Kurze Vielleicht Zwischenfrage, gehen wir auf. Herr Dr. Ja. Kolber. Und zwar, ich habe gelesen, dass eben die Energieanbieter auf ihren Webseiten einen Grundversorgungstarif angeben müssten, preislich. Stimmt es? Ja, fast. In den Gesetzen steht leider drinnen, sie haben ihn zu veröffentlichen. Und dann steht in Klammer zum Beispiel im Internet. Das ist natürlich Unsinn. Es wäre viel sinnvoller, wenn der Gesetzgeber sagen würde, sie haben es zu veröffentlichen, erstens. Und zweitens, sie haben es von sich aus auch der E-Control mitzuteilen. Denn gegenwärtig, wenn man draufkommen möchte, wie schaut denn der Grundtarif von einem Lieferanten aus, ist es eine Detektivarbeit, die einen vielleicht einen Tag lang beschäftigen kann. Denn die, die es auf der Website haben, verstecken es auf der Website. Also, wenn wir als Beispiel den Verbund hernehmen, da muss man bei Privatkunden dann den Unterpunkt Service anklicken und dann muss man kombinieren, dass man bei Service auf Downloads geht und dann ganz hinunterscrollen und unten steht dann der Grundtarif, Grundversorgungstarif. Ganz ähnlich bei anderen Anbietern. Oder man findet gar nichts im Netz, dann kann man eigentlich nichts anderes machen, als den Anbieter anzuschreiben und zu verlangen, er soll den Grundversorgungstarif bekannt geben. Ich halte das für eine große Beschwernis für die Verbraucher. Ich verstehe nicht, wieso die E-Control diese Grundversorgungstarife nicht abfragt. Erstens. Zweitens, gesammelt auf ihrer Website auch veröffentlicht. Und drittens, das kommt jetzt hoffentlich, auch überprüft, nämlich der Höhe nach, ob das ein absurder Fantasiepreis ist oder ob das stimmen kann mit der Oberpreisbegrenzung. Da gibt es jetzt, wurde vor wenigen Tagen angekündigt, wie immer, wenn sowas ist, eine Taskforce gemeinsam von E-Control und Bundeswettbewerbsbehörde. Und die werden das jetzt alles überprüfen. Daher mein Ratschlag, wenn man irgendein Problem am Energiemarkt hat, der Verbraucherschutzverein hilft, aber eine Beschwerde über einen Missstand kann man und sollte man auch an die E-Control und an die Bundeswettbewerbsbehörde richten. Okay, das heißt zusammengefasst, dieser Grundversorgungstarif gilt für Gasversorger und für Energieversorger, also Stromanbieter zusammen und jeder, also Einzelfamilien oder Familien grundsätzlich bis hin zu Kleinunternehmen können das in Anspruch nehmen. Ist das recht kompliziert, diese Umstellung, wenn gesetzt im Fall, sie geht durch beim Ja. Energieanbieter? Ich merke gerade, ich bin Ihnen eines schuldig geblieben, nämlich eine Relation. Wie schaut denn das bei manchen Anbietern aus, ne? Und ich kann es nur vom Verbund verbindlich sagen, weil da habe ich mich selber damit beschäftigt. Der Verbraucherschutzverein hat nicht die Kapazitäten, die die E-Control hätte, um das zu sammeln und zu publizieren.
Beim Verbund war es im September so, ich war mit Strombezug beim Verbund bereits Bestandskunde und hätte nach Preiserhöhungen einen Arbeitspreis von circa irgendwas rund um 50 Cent pro Kilowattstunde zu zahlen gehabt. In der Grundversorgung bietet der Verbund für den Arbeitspreis einen Preis von 15 Cent pro Kilowattstunde an. Ich habe mir das seinerzeit ausgerechnet. Wir haben drei Personenhaushalt, 4.600 Kilowattstunden im Jahr. Und für mich war das, für unseren Haushalt war das eine Einsparung von immerhin 1.300 Euro im Jahr. Also da geht es schon um viel. Man muss allerdings jetzt dazu sagen, dass der Verbund zwar diese Tarife noch auf der Website als Einstiegstarife in die Grundversorgung hat, inzwischen aber den grundversorgten Kunden eine Preiserhöhung mit 1. März diesen Jahres mitgeteilt hat, wo der Preis immerhin von einem niedrigeren Ausgangspunkt, aber doch um 83% ansteigen soll auf irgendwas rund um die 28 Cent pro Kilowattstunde. Da ist es so, dass das immer noch im Vergleich ein relativ günstiger Tarif ist, dass die Preiserhöhung beim Verbund aber in Wahrheit überhaupt nicht gerechtfertigt ist, weil der Verbund, und das ist jetzt mal ein praktisches Argument, der Verbund erzeugt und wirbt ja damit 100% des Stroms aus österreichischen Quellen und aus Wasserkraft. Er erzeugt selber und macht dann Marktbedingungen geltend dafür, dass er den Preis derartig eklatant erhöht. Halte diese Preiserhöhung für gesetzwidrig und der Verbraucherschutzverein klagt inzwischen auch in einzelnen Fällen den Verbund, auch ich habe das gemacht, weil wir da behaupten in den Klagen, dass diese Preiserhöhung unzulässig ist. Es führt nicht dazu, dass man jetzt sofort die Preiserhöhung damit weg vom Tisch hat, aber wenn diese Prozesse gewonnen werden, dann muss der Verbund das, was man zu viel bezahlt hat, zurückzahlen. So viel zu der Preisersparnis, die immer noch gegeben ist, auch beim Verbund. Ja, die Antragstellung an sich ist meines Erachtens jetzt nicht ganz so schwer. Was soll man tun, wenn man auf unsere Website geht? Das ist, man sieht es im Hintergrund da, die Adresse www.verbraucherschutzverein.eu und dort dann auf Sammelaktionen und auf Grundversorgung klickt. Dann haben wir dort erstens eine Beschreibung, wie man diesen Antrag macht. Zum Zweiten zwei Antragsformulare, eines für Gas, eines für Strom, die wir selber gemacht haben, weil das von der E-Control doch ein eher schmuckloser Zettel ist, den der E-Control auf der Website hat. Ja, und dieses Formular nimmt man und schickt an den Versorger, wo man die Grundversorgung beantragen möchte. Unser Ratschlag ist, wenn man nicht weiß, ob man da eine Eingangsbestätigung bekommt, dass man das eingeschrieben und mit Rückschein macht, damit belegt ist, dass er das auch bekommen hat. Bei vielen Versorgern, beim Verbund etwa, ist es so, man kann es auch mit E-Mail probieren, weil viele eine Remail-Funktion eingerichtet haben, mit der sie das Eingehen meines Mails bestätigen. Dann erspare ich mir das mit dem eingeschriebenen Brief und dem Rückschein. Wo kann ich das machen? Ich kann das entweder machen bei dem Versorger, bei dem ich in einem Vertragstarif bin, also beim eigenen, kann ich sagen, ich will in die Grundversorgung übernommen werden. Oder aber ich kann es auch bei wem anderen machen. Also ich kann beispielsweise, wenn ich einen Vertragstarif bei der Energie AG Oberösterreich habe, für Gas beispielsweise, und der Verbundtarif für Gas günstiger ist, dann kann ich auch beim Verbund einen Lieferantenwechsel beantragen, dass der Verbund mich dann in der Grundversorgung mit Gas versorgt und der Verbund es auch übernimmt, diesen Wechsel zu organisieren. Das heißt, ich muss nicht vorher
etwa meinen Vorlieferanten aufgekündigt haben, um dann erst Grundversorgung zu beantragen, sondern ich bleibe bei dem bisherigen Versorger bis zu dem Zeitpunkt, wo der neue dem Netzbetreiber meldet und dann der Wechsel stattfindet. Das zumindest in der Theorie ist das, was man machen muss, um So in der Grundversorgung sollte es zu kommen. funktionieren. Das heißt, man kann beim alten Energieanbieter bleiben und schon den Grundversorgungstarif beim neuen, den man sich aussucht, auch wenn es der Verbund ist, eben anfragen oder ansuchen bezüglich einem Grundversorgungstarifvertrag. Ich muss da eines noch dazu sagen. Das ist doch wichtig. Wer einen Vertrag hat mit dem bisherigen Versorger, wo er gebunden ist, wo es also eine Vertragsbindung gibt, da kann man meiner Auffassung nach zwar auch Grundversorgung beantragen, aber wenn das ein Lieferantenwechsel wäre, dann muss man gewärtig sein, dass der alte Versorger das erstens blockieren kann. Er kann also dem Netzbetreiber mitteilen, dass sein Vertrag weiterläuft, weil er vertragsgebunden. Beziehungsweise, wenn er mich rauslässt, könnte er auf die Idee kommen, Schadenersatz zu verlangen. Also, Conclusio, wer eine Vertragsbindung hat, sollte abwarten, bis die abläuft. Und wenn das erst in einem Dreivierteljahr ist, würde ich auch jetzt noch nicht Grundversorgung beantragen, sondern warten, wie sich der Markt entwickelt. Aber wenn die Vertragsbindung wegfällt, dann kann man die Grundversorgung beantragen. Gut, wir haben ja also Fälle jetzt laufend. Mir ist persönlich ein Fall bekannt. Die Dame, Pensionistin, hat, glaube ich, rund um die 70 Euro bezahlt im Monat für Strom. Und ich habe die Rechnung jetzt gesehen von dem Anbieter 516 roundabout. Das ist einfach nicht mehr zu stemmen. Und in dem Fall ist, glaube ich, die Wartezeit, dass man bis in Oktober wartet, dann etwas lange. Wenn jetzt nicht mehr einbezahlt wird und der Energieanbieter, wo man jetzt den Vertrag hat, kündigt einen oder dreht einen den Strom ab etc., besteht da die Möglichkeit im Zusammenhang mit so einem Umstand, dass man da eben den Energieanbieter wechselt und bei einem anderen in die Grundversorgung geht. Sie sprechen was Wichtiges an. Ja. Wenn ich also bei meinem Versorger eine Vertragsbindung habe und der Versorger aus seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen heraus mir mitteilt, dass er den Preis erhöht, dann habe ich ein sogenanntes Sonderkündigungsrecht als Verbraucher und als Kleinunternehmer. Ich kann dann innerhalb von einem Monat diesen Vertrag trotz Vertragsbindung und kostenlos aufkündigen, da kündige ich schon aktiv. Ne? Und der alte Versorger muss mich maximal 3 Monate lang zum alten Tarif, und die 3 Monate beginnen erst mit der Tarifumstellung, muss er mich zum alten Tarif noch versorgen. Das heißt, der Gesetzgeber, die Logik dahinter ist, dass man 3 Monate Zeit hat, dass man einen neuen Anbieter findet, mit dem man einen Vertrag abschließt und der dann die Versorgung übernimmt. Okay, Also das ist eine Möglichkeit, aus einem Vertrag mit Vertragsbindung das rauszukommen. gilt jetzt für diejenigen, die jetzt in den nächsten Monaten dann einen neuen Tarif von ihren Energieanbieter, Stromanbieter etc. bekommen, dass sie im Hinterkopf behalten, dass sie eben 1 Monat Kündigungsfrist haben und dann in die Grundversorgung gehen Und könnten. dann allerdings 3 Monate Zeit haben, sozusagen die Grundversorgung zu checken. Das muss man unterscheiden von einem Fall. Das klingt so ähnlich, aber es ist was anderes. Es gibt ja auch die Situation, dass vor allem kleinere Lieferanten Kunden schlicht und einfach gekündigt haben, von sich aus gekündigt haben. Und da hat man dann nicht 3 Monate Zeit, sondern das kann man im Vertrag nachschauen, ob die Fristen und Termine eingehalten sind, aber wenn das der Fall ist, dann muss man rechnen, dass dann auch die Stromversorgung zu Ende ist und da muss man schneller sein, sozusagen einen anderen zu finden. Kleines Detailproblem,
Wenn mich ein Versorger aufkündigt während einer bestehenden von ihm gegebenen Preisgarantie, wir haben das am Markt erlebt von Max Energy, wir haben es auch erlebt von Grünwelt, wo also Preisgarantien gegeben wurden und mitten in diese Frist hinein wurde gekündigt. Da hat der Verbraucherschutzverein in Vorarlberg, weil Max Energy den Sitz dort hatte, ein rechtskräftiges Urteil erzielt, dass dieser Betreiber Schadenersatz den Kunden zu leisten hat, nämlich das, was sie für die Dauer der Preisgarantie, wo nicht mehr versorgt wurde, an Mehrkosten hatten. Inzwischen hat Max Energy die Flucht nach Wien angetreten, das heißt, sie haben den Geschäftssitz von Dornbirn nach Wien verlegt. Und wir haben aber auch schon die ersten Klagen in Wien anhängig gemacht. Also wir spielen in Wien dasselbe jetzt durch. Wir klagen Max Energy auf Schadenersatz und hoffen auch da in der zweiten Instanz dann jedenfalls zu gewinnen und Schadenersatz auch durchzusetzen. Selbiges gilt für Grünwelt. Und wenn es andere Versorger gibt, die das gemacht haben, möge man sich bei uns melden. Ja, und wunderbar. Ich möchte nochmal zurückkommen auf unser Gespräch bezüglich Oberösterreich. Für unsere Zuseher in Oberösterreich haben Sie mir gesagt, dass in Oberösterreich die Rechtslage, einen Grundversorgungstarif zu bekommen, eher gegeben ist als in anderen Bundesländern. Ich denke, oder wir haben das heute schon mal gesprochen gehabt. Können Sie das so bestätigen, dass in Oberösterreich das etwas leichter ist? In Oberösterreich sieht das Landesgesetz für den Strom, Elektrizitätswirtschaftsgesetz Oberösterreich, sieht eben keine Einschränkung vor für den Personenkreis, wer Grundversorgung beantragen darf. Das sind also die Verbraucher und die Kleinunternehmer, so wie das der Bundesgesetzgeber auch wollte. Und daher kann man aus Oberösterreich beispielsweise beim Verbund sehr wohl Anträge stellen und die müssten auch genehmigt werden. Beim Gas ist es sowieso immer der Fall, weil es dort keine solchen landesgesetzlichen Einschränkungen gibt. Aber beim Strom gibt es den Vorteil, insbesondere in Oberösterreich und in der Steiermark, dass dort die Gesetze nichts dafür hergeben, dass man Grundversorgung ablehnen kann. Na, sehr gut. Also, wenn ich zusammenfasse, das heißt, es gibt einen Grundversorgungstarif bei den Energieanbietern. Sie verstecken den. Es ist für Familien oder bis hin zu Kleinunternehmen quasi vernünftig, wenn man das beantragt oder man kann es beantragen. Es gilt in ganz Österreich, manche Bundesländer. Ist ein leichterer Zugang zu diesem Grundversorgungstarif. Und es ist auch für den Einzelnen machbar, diese Umstellung zu machen. Das heißt, wenn jemand Probleme hat, gibt es eine Homepage, wo man sich hinwenden kann oder zumindest die ganzen Dinge durchlesen kann. Nicht nur durchlesen. Wir haben eine Sammelaktion gestartet dafür, wenn der Energieversorger zu Unrecht ablehnt, in Grundversorgung zu übernehmen, dass wir da eine Durchsetzung der Grundversorgung für unsere Mitglieder machen. Muss da vielleicht auf eines hinweisen: Der Verbraucherschutzverein nimmt kein Geld vom Staat. Daher sind wir auch die Einzigen, die da diese Möglichkeit, die ja unmittelbar hilft, propagieren. Der VKI, die Arbeiterkammer verschweigen sich ja zu diesem Thema. Und das heißt aber auch, dass wir Hilfestellungen nur unseren Mitgliedern anbieten können. Information kriegt jeder, aber Hilfestellung kriegen nur Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag für einen Verbraucher ist allerdings im Jahr 40 Euro. Wenn man das jetzt in Relation setzt, dass man sich vielleicht 1000 Euro erspart, dann ist das gut investiertes Geld. Was tun wir, wenn wir die Grundversorgung durchsetzen? Versuchen wir intervenieren einmal beim Versorger und leiten dann die Fälle weiter zu den Anwälten. Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, kann also ziemlich sicher davon ausgehen, dass wir eine Klage einbringen können und er kein Risiko trägt, das ist ja das Wichtige.
Wir haben auch einen Prozessfinanzierer, der uns allerdings nur ein bestimmtes Kontingent an Klagen zur Verfügung gestellt hat. Da kann man Glück haben, dass man noch dazugehört. Da kann man Pech haben, dass man nicht mehr dazugehört. Es ist aber im Grunde egal. Denn was ist zu klären? Zu klären ist, ob die Landesgesetze verfassungswidrig sind, ja oder nein. Und das wird mit einer Klage zu klären sein, denn es muss halt ein Richter sich bereit finden, ein Zivilrichter, wird ja vor Bezirksgerichten verhandelt, es muss sich ein Richter finden, der den Mut hat und auch die Arbeit sich antut, dass er beim Verfassungsgerichtshof einen Antrag auf Normenkontrolle einbringt. Dann wird der Verfassungsgerichtshof darüber entscheiden, ob diese Landesgesetze verfassungswidrig sind, ja oder nein. Und wenn sie verfassungswidrig sind, dann werden die, die sich auf verfassungswidrige Gesetze berufen haben, Schadenersatz zu leisten haben. Zusammengefasst, das Wort Grundversorgungstarif für unsere Zuseher, dass das einmal ergoogelt wird, wäre wichtig, dass sie schauen, ob sie eben solche Verträge dann eingehen, an Grundversorgungstarif sich wünschen. Wenn es Probleme gibt, gibt es die Seite, die wir einblenden werden, www.verbraucherschutzverein.eu. Und das heißt, man kann sich da an Sie wenden oder beziehungsweise da Unterstützung dann bekommen, wenn eben es hier zu Problematiken kommt bei der Umsetzung dieses Grundversorgungstarifs. Ist es so korrekt zusammengefasst? Ja, ich würde eines auch noch einmal dazu anhängen, nachdem die E-Control und die Bundeswettbewerbsbehörde eine Taskforce gegründet haben, um den Energiemarkt zu überprüfen, dann sollte man auch, wenn man sich über Missstände aufregt, das an die E-Control und an die Bundeswettbewerbsbehörde schicken, damit die genug Material haben, dann auch diesen Markt zu kontrollieren. Denn es ist natürlich völlig absurd, ein Beispiel aus der Steiermark, die Energie Steiermark bietet als Grundversorgungstarif einen sogenannten Flex-Tarif an, also einen Tarif, wo monatlich der Preis neu festgesetzt wird. Die können mir nicht erzählen, dass das die Mehrheit der Verbraucherkunden hat bei ihnen. Das ist absurd. Das sind solche Missstände, die wir auch schon gemeldet haben, aber die auch die Zuseherinnen und Zuseher unbedingt auch dort melden. Wir helfen, aber man soll es auch dort melden. Missstände und Baustellen haben wir genug in Österreich aktuell, aber hier können wir mit diesem Beitrag, danke Herr Dr. Kolber, unseren Zusehern den Grundversorgungstarif näher bringen und dass auch hier eine Möglichkeit besteht. Ja, Herr Dr. Kolber, wir sind am Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für die Zuschaltung und für die Erklärung und Information zu diesem Thema. Die E-Mail-Adresse bzw. E-Mail-Adresse, die Webseite werden wir einblenden für unsere Zuseher. Und ich darf mich nochmal sehr herzlich bedanken. Danke, Herr Dr. Kolber. Danke für die Einladung. Auf Wiedersehen.